So, liebe Freunde, und jetzt passt auf. Kops, rückwärts. Gang runter und dann Vollgas durch. Es funktioniert, Wahnsinn. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Normalerweise würde ich vor jedem Grand Prix gemeinsam mit Marcel Fischer auf einer Rennstrecke 5 Runden entgegengesetzter Fahrtrichtung fahren. Er ist aber leider krank geworden und hat für diese Folge abgesagt. Erhol dich gut und ich hoffe, du bist in Österreich wieder dabei. Ne? Gut. Alles klar. Ja, Herrschaften, ich habe mir eine Alternative überlegt und die sieht wie folgt aus. Ich werde erst einmal 1-2 Runden Zeit fahren, hier mit euch gemeinsam rückwärts fahren. Und danach werde ich so ein bisschen in der Vergangenheit herumgraben. Mal gucken, an was ich mich noch erinnern kann, an was ihr euch noch erinnern könnt. Und da würde ich sagen, let's go! So, liebe Freunde, der Silverstone Circuit verkehrt herum. Spoilerwarnung, macht total Laune. Wenn ihr mal Lust und Zeit habt, macht das nach. Ja, also, der Silverstone Circuit ist 5,891 Kilometer lang, besitzt 18 Kurven, davon gehen 8 nach links und 10 nach rechts. 2 DRS-Geraden, 2018 waren es sogar 3, bis man sich dann entschied, das Ganze wieder rückgängig zu machen. Warum? Dazu komme ich gleich. C1, C2 und C3 sind die Reifen, die an diesem Wochenende gefahren werden. Na gut, bei der Strecke wundert mich das nicht, die ist ja auch wirklich für die Reifen sehr fordernd. Und wusstet ihr, dass Silverstone nach Monza und nach Jeddah, ja, so wird es wirklich im Deutschen ausgesprochen, der drittschnellste Kurs auf dem Kalender ist? Ist kein Scheiß, ist wirklich so. So, liebe Freunde, und jetzt passt auf. Kops, rückwärts. Gang runter und dann Vollgas durch. Es funktioniert, Wahnsinn. Die Teams, die ihr jetzt hier seht, feiern hier ihr Heim-Grand Prix. Einige werden sich jetzt wundern, hey Mike, Alpine ist doch französisch. Das ist zwar richtig, aber sie haben einen Betrieb auch in Enstone und von daher ist Alpine in meinen Augen auch hier ein, oder sie feiern ihren Heim-Grand Prix hier. Was gibt's sonst noch zu sagen? Der Vollgasanteil müsste meines Wissens nach bei 75% sein. Und Lewis Hamilton hat hier schon insgesamt 8-mal gewonnen, strebt seinen 9. Sieg an. Wer weiß, ob er das an diesem Wochenende schafft, aber ich glaube, Red Bull und Ferrari haben da auch ein Wörtchen mitzureden. So, da würde ich sagen, reden wir mal ein bisschen über die Vergangenheit. 1995 gab es ja die Kollision zwischen Michael Schumacher und Damon Hill, wo sich der Brite, wo genau, weiß ich nicht, verbremst hat und beide dann ausschieden. 4 Jahre später, Michael Schumacher fährt fast frontal in den Reifenstapel, bricht sich das Bein und fällt für die Saison 1999 dann vollständig aus. 2013, das wisst ihr sicherlich noch alle, das Reifenfiasko von Silverstone. 4 Autos scheiden aus, nachdem der Reifen platzt. Unglaublich. 2020, Déjà-vu. Diesmal nur 2 Autos, die ausscheiden. Beziehungsweise Sainz ist weitergefahren und Hamilton hat am Ende sogar noch gewonnen. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, 2018 gab es aber auch mit Brendan Hartley im FP3 auch einen sehr schrecklichen Unfall. Aber ihm ist Gott sei Dank nichts passiert. Ich glaube, seine Radaufhängung ist weggerissen, glaube ich. Und es gab ja auch 2018, was ich eben schon sagte, mit der dritten DRS-Zone. Da gab es nämlich auch 2 Unfälle. Ich meine, Marcus Ericsson und Romain Grosjean hat es da erwischt, als sie nämlich den Flügel flach stellten und in Kurve 1 dann abflogen. Ja, ich weiß auch nicht, was man sich dabei gedacht hat. Also von der Start-Zielgeraden bis hin hier zu Kurve 2, Vollgas durch. Es ist fast immer gut gegangen, aber bei den beiden ging es nicht gut und sie landeten dann halt im Kiesbett bzw. im Reifenstapel. Aber 2018 gab es ja auch mit Sebastian Vettel ein wirklich tolles Manöver gegen Valtteri Bottas am Ende der ersten DRS-Zone. Da habe ich mich mega gefreut, ich bin ja Ferrari-Fan, wisst ihr ja. Und ja, dann komme ich zu etwas, ich denke mal, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, genau. Das 2021er Duell Lewis Hamilton gegen Max Verstappen ging alles gut bis Kops, bis es dann knallte. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt. Wen trifft da die Hauptschuld? Warum ich das jetzt frage? Weil ich einen Artikel gefunden habe, in dem Hamilton bestritt, dass ihn nicht die Hauptschuld trifft. Kann ich euch mal gerne unten in die Videobeschreibung mal reinhauen, wenn ich das finde. Aber stimmen wir doch einfach mal ab. Wer trägt die Hauptschuld? Hamilton, Verstappen oder war es ein Rennunfall? Ich gebe zu 75% Hamilton die Schuld. Ja, ich denke mal, viele von euch werden mir da auch zustimmen.
Ja, Freunde, das war ein Blick in die Vergangenheit. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn dem so sein sollte, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dann und ciao.